Hallo meine lieben Freunde und willkommen zu einer neuen Aufnahme hier von Turmoil. Ja, das Spiel, was ihr alle liebt und was ich auch ehrlich gesagt sehr cool finde, weil man zwischendurch noch ein bisschen abschalten kann, ein bisschen aus der Normalität raus. Wieso, wie viel haben wir denn? 33? Ich weiß nicht, ob wir 25.000, damit die Pferde noch ein bisschen flotter sind, breitere Rohre, größere Ölfässer. Das werde ich sagen, machen wir jetzt erstmal nicht. Ich würde sagen, wir kaufen uns erstmal ein Stück Land. Oder? Gucken wir mal, was wir ausgeben müssen für ein, naja, vernünftiges Stück Land. Und ich würde sagen, hier oben. Okay, wir wurden nicht rausgekickt. Wir wissen, das Öl wird weniger. Was machen wir denn damit jetzt? Ich bin überlegen, ob wir die Pferde ein bisschen schneller machen sollten. Wir können auch mal gucken, was wir hier noch... Wir können auch die Sucher noch schneller machen lassen. Gucken, haben wir hier ein nettes Angebot? 92, oh, das ist aber günstig im Verhältnis. Das machen wir. Und jetzt haben wir aber nur noch, dass die hier noch schneller suchen könnten. Ich würde sagen, das machen wir auch noch. Haben wir auch 10.000 über. Und mit den 10.000, ja, starten wir in eine neue Runde. Nach links natürlich, wo wir 92 Cent je Liter mindestens bekommen für schlappe 5.000 Dollar, die wir tatsächlich aber auch noch auf die Preise draufschlagen müssen. Also wir haben jetzt 2.000 für das Land bezahlt plus 5.000 für die Rechte hier und die müssen wir eben halt einplanen. Oh, wir sind drinne. Das war aber knapp. Dann gucken wir mal, was uns das hier hinten noch für uns bereithält. Neues Pferdchen kaufen wir auch noch. Welches auch nach da fährt. Das Spiel ist ein bisschen einsteigerfreundlicher geworden, ist mir aufgefallen. Mit den Pfeilen und sowas, in welche Richtung. Das könnte ein bisschen größer sein. Tja, und ansonsten müssen wir mal gucken, dass wir hier ein paar Upgrades fahren. Wie gesagt, die Pferde haben wir das Level 2 noch nicht abgegradet. Aber das werden wir bestimmt noch tun. Ich mag das Lied. Schön ruhig. So, ein bisschen Geld haben wir uns jetzt schon mal verdient, aber wir sind immer noch nicht bei den 750 angekommen. Ich finde, was hat das Spiel an sich, was viele Spiele nicht haben? Es ist entspannend. Tatsächlich. So, jetzt sind die Pferde ein bisschen flotter unterwegs. Und damit gehe ich mal das Risiko ein, dass wir hier das Rohr noch ein bisschen auspumpen. Jetzt bräuchten wir noch ein weiteres Pferdchen, weil es natürlich auch immer will. Ups, sorry, ich bin gegen das Mikrofon gekommen. Es tut mir sehr leid. Es tut mir leid. Wir müssen aufpassen, dass wir auf der rechten Seite, wenn wir da höher gehen, dass wir dann auf jeden Fall rüber wechseln. Wir können auf jeden Fall schon mal einen neuen Sucher veranschlagen. Ja, seht ihr, jetzt sind wir nämlich hier gleich. Na, kommen wir noch drüber? Ja, gerade mal so. Oh, hier hinten soll noch Öl sein. Und an der Stelle mache ich mal einfach so. Bin ich ganz frech. Ich weiß, wir hätten vielleicht auch so machen können. Das ist die Frage, ab welcher Höhe man von ausgeht, dass irgendwas sein könnte. Wahrscheinlich hier. Gucken wir einfach mal. Ich bohre mal ein bisschen tiefer. Und zur Not muss ich ein bisschen zurückbohren. Wäre sehr ärgerlich. Ja, wer ist... Oh, das scheint aber ein großes Ölfeld zu sein. Ihr wisst, was ich von großen Ölfeldern halte. Anpumpen! So, dafür engagieren wir auch ein neues Pferd. Weil es ist ja Level 2. Also hier. Rohrgeschwindigkeit 2. Und wir müssen auf jeden Fall noch ein neues Ölfeld bohren. Momentan haben wir die Kosten noch nicht mal reingeholt, was wir für das Land und alles hier ausgegeben haben. Wir müssen es hier wieder rein. Und wir wissen, es wird weniger Öl anstatt mehr.
Also wir müssen mindestens 7000 bekommen. Ja, ja, wir können auf jeden Fall hier keine Spirit Schwein aufgedrungen bekommen für Umweltverschmutzung. Das ist ja unser Special-Charakter. So, da haben wir das Ölfeld gefunden, welches auch sehr dick aussieht. Gucken auch gleich nochmal an und suchen ein weiteres Ölfeld. Es läuft doch. Eventuell müssen wir nochmal ein neues Pferd engagieren. So, das sollte aber auf jeden Fall reichen. Ansonsten müssen wir, wie gesagt, sobald wir die... Oh mein Gott. Na gut, das Rohr haben wir schon. Und dann verlängern wir das hier einfach mal ein bisschen. Hoffen wir, dass es nicht hier oben ist. Was wir übrigens nicht machen können, weil wir noch gar keine... kein Echo-Ding da erforscht haben. Gekauft haben, die Forschung, sagen wir es mal so. Das müssen wir vielleicht auch mal machen. Maulwürfe haben wir auch keine. Sehr ärgerlich. Dann suchen wir mal in der Zwischenzeit weiter. Das könnte hier unten sein. Ich glaube nicht, dass das hier oben ist. Gut, dass wir hier die 92 Cent übrigens gekauft haben. Ihr seht, wir sind auf der rechten Seite auf 41 Cent runtergefallen. Das ist ein ganz schöner Preissturz. Keine Ahnung, wo das Ölfeld sein soll. Dann machen wir jetzt Folgendes. Das ist ja kurios. Ja, wo soll denn das Ölfeld bitte sein? Jetzt gebe ich hier so viel Geld fürs Bohren aus, während das hier hinten... das hier hinten sogar schon alle... das alle ist. Gut, dass wir hinten ein etwas größeres Ölfeld haben. Ja, wir müssen mal gucken. Wir haben schon fast die Hälfte unserer Zeit hinter uns. Da ist das Ölfeld, ich sehe es. Da müssen wir also noch ein bisschen Zeit verstreichen lassen einfach. Und der zweite findet einfach mal kein Öl mehr. Das ist kein gutes Zeichen, Leute. Ich sehe dich hier rumspringen. Ich sehe dich rumspringen. Auf jeden Fall. Tja, wer am meisten bietet, der bekommt das Öl. So läuft das nun mal. Ich weiß nicht, wie viel das ist. Wir werden auf jeden Fall sorgen, dass wir es schnell aus der Erde rausholen. Über einen Dollar, sehr schön. Wir haben auf jeden Fall schon alle Kosten wieder gedeckt. Sehr gut, sehr, sehr gut. Und damit dürfen wir diese Investitionen von den 15.000 dürfen wir gar nicht mit einrechnen, weil die werden wir über alle Maps weiter haben. Wir müssen auf jeden Fall unsere Pferde mal ein bisschen schneller machen. Sind dann doch recht langsam. Und letzter Versuch, denke ich mir mal. Er sucht nochmal, aber ich glaube nicht, dass wir noch weiteres Öl finden. Was ich komisch finde, dass wir hinten nichts weiter haben. Geringe Belastung für den Boden, was wir hier gemacht haben. Naja gut, hier könnte man drüber streiten, das müsste ein großes Bergwerk werden oder so. Ich weiß nicht, wie man das am besten schließt.
Aber wir holen nur das giftige Öl aus dem Boden. Wir sind umweltfreundlich. Wir sind eine Umwelt, gute Tat sind wir. Wir sind die gute Tat schlechthin. Ihr seht, hier unten haben wir schon alles ausgesaugt, hat sich also nicht wirklich gelohnt, weil dann doch eher ein kleineres Feld, während sich hier auf der linken Seite das Bohren sehr gelohnt hat. Sollten wir also weiterhin machen, dass wir gucken. Wir müssen unbedingt dieses Echo-Ding machen, dann können wir sehen, ob die Felder ein bisschen größer sind oder weniger für ganze 200. Wir müssen nicht so... Naja, könnten wir uns dieses Ausbohren zum Beispiel sparen, was dann tatsächlich im Geld für uns positiv ausgeht. Sparen ist immer gut. Ja gut, ich beschleunige das Ganze mal ein bisschen. Und dann würde ich sagen, hängen wir fast noch eine Folge... Ach komm, wir hängen noch eine Folge für euch hinten dran. Weil dadurch, dass ich jetzt ja beschleunige, ist es ja fast schon ein bisschen gecheatet. Dann ist die Folge insgesamt ein bisschen länger und die einzelne Folge ein bisschen kürzer. Wir müssen noch rechts aufpassen. Rechts steigt es gerade. Wohl wieder über einen Dollar. Was mich wundert, dass es links nie über einen Dollar geht. Das bleibt immer bei den 92 Cent und wird einfach nicht höher. So. Wir können auch X gedrückt halten. Sehr schön. Mache ich das mal. Da holen wir alles raus. Ein Ölfeld ist schon versiegt. Und nur noch das letzte bisschen Öl aus dem Boden. Oh, ich bin gespannt, ob wir das noch rechtzeitig hinkriegen. Ja, kriegen wir alles hin. Wir sind in den einen Yard auf jeden Fall drin. Wir können das sogar noch rechtzeitig zurückgeben. Naja, mehr oder weniger rechtzeitig. So, wir beenden das Ganze mal. Jupp, wir haben alles Öl gefunden. Naja. Alles Öl gebaut und alles gefunden. Sehr schön. Na, wir sind gut. Wir liegen vorne. Finde ich sehr schön. Letzte Landauktion machen wir natürlich. Das sieht aber nicht gut aus. 28, 28. Ich würde sagen, wir gehen dahin. Und dafür sollten wir dann auch eventuell ein bisschen mehr zahlen. Keiner will hier hin. Wundert mich. Doch. 4000. Alles klar. Und wir haben gesagt, wir wollen auf jeden Fall unsere Pferde ein bisschen schneller machen. Das machen wir jetzt auch. So, damit sind unsere Pferdchen ein bisschen schneller. Wir gucken mal, was wir hier haben. Das können wir uns nicht mehr leisten. Das können wir uns auch nicht mehr leisten. Ah, 1,04 Dollar, über 1 Dollar, über 1 Dollar. Ich will mir aber kein Darlehen holen. Sorry, Leute. No. Wir gehen jetzt tatsächlich in die letzte Runde rein. Für dieses obere Stück Land, für diese Landveranstaltung, hätte ich fast gesagt. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. In welche Richtung geht das Öl verkaufen? Ich würde sagen, auf jeden Fall in die Richtung erstmal. Ich finde es immer schöner, wenn man so einen festen Preis hat, wo wir wissen können, dass wir permanent durchverkaufen können. Als das, was wir da jetzt haben. Naja. Das hat sich ja mega gelohnt. Gut, dass du dafür losgefahren bist. Naja. Nein. Ich habe gerade überlegt, wie wir es am besten machen. Ein zweites Pferd. Und jetzt bohren wir. Und drinne, sauber. Aber beide nicht so riesig. Hm. Zumindest bei dem Weiß bin ich mir nicht ganz sicher, aber das ist definitiv klein. Oh. Ah, das ist auch nicht riesig, das lädt sich jetzt schon. Na, wie tief müssen wir bohren? Oh, Treffer. Sauber. Ja, natürlich nicht hier, wo ich dich hingesetzt habe, sondern fahr lieber nach da hinten. Ist okay. Beide hier, sehr schön. Warum auch nach hier hinten? Naja. Ach so, erst da und dann da. Verstehe. Zum Glück gibt es ja auch nicht eine Reinheit von Öl oder so. Ich glaube, das würde es dann ganz noch ein bisschen übertreiben.
wir scannen noch ein bisschen weiter nach Öl. Über $1 können wir aber auch echt zufrieden mit sein. Links steigt auch der Preis, das heißt, wir können eventuell bald nach links. Wir haben momentan eine anscheinend echt gute Zeit. Wir kommen so günstiger davon. Das sind 400, 350 kostet der Turm. Plus das nach unten bohren, ihr wisst das dann auch nicht umsonst. Und da wir dann zwei Abzweig machen können, warum nicht? Oh, Treffer! Oh, und das Ölfeld ist schon ein ganz klein bisschen größer. Machen wir das einfach mal so. Dann passt es. Ihr seht, hier kommt es raus. Noch mehr Öl hier. Huch. Wir können von hier auch noch sonst eine Abzweigung machen. Links machen. Oh, Treffer. Ja, nice one. Das heißt, sobald das leer ist, wird das hier weiter abgepumpt. Sehr schön. Und dass momentan 3 Pferde reichen. Wartet mal. Wir können hier einfach nochmal 1000er draufsetzen. Das werden die 3 Pferde weiterreichen. Ja, ich weiß, wir könnten für $1000 ganz, ganz viele Pferde kaufen. Ob sich das rechnen, weiß ich nicht. Treffer! Das hätte ich nicht erwartet. Wirklich nicht, dass wir es so direkt finden und anbohren. Jetzt haben wir natürlich überhaupt keine Gewissheit, wie groß es ist. So gar nicht. Dass wir mit 3 Pferden auskommen. Schön, dass es auch momentan bei der Höhe und Pi mal Long stehen bleibt. Dass wir uns noch kein Fass kaufen müssen, kein Silo. Aber ich sehe, das wird wahrscheinlich bald kommen. Sollte sich hier ein größeres Ölfeld befinden, müssen wir dieses Rohr noch dicker machen. Beziehungsweise drüber nachdenken, ob wir das nicht sowieso machen. Und angebohrt. Ja, sehr schön. Dann machen wir das einfach mal so. Dann können wir hier und hier gleichzeitig gleich viel raussaugen. Wahrscheinlich müssen wir bald aber ein neues Pferd kaufen. Durch die dickere Leitung hier hinten. Viele kleine Ölfelder, was wir hier haben. Ziemlich verstreut. Tja, jetzt war der so schnell und... Flupp! Für 1,22 ist ein sehr guter Preis. Ich muss noch eins einstellen. Hilft ja alles nichts. Wie ihr seht, wir holen das Öl momentan schneller raus, als dass wir es verkaufen können. Der Preis ist echt gut. Sehr schön, dass es nochmal so zum Ende der nördlichen Map, obwohl das ja nicht ganz Norden, ne? Das ist ja Nordwesten. Hier oben links ist Nordwesten, also zumindest auf der Map da gewesen. Das ist hier mit dem schönen, saftigen Wiese. Was ist denn das? Eine Savanne? Könnte das schon... Ne, das ist nicht eine Savanne, es ist noch zu grün. So gemäßigtes Klima. Tundra ist es auch. Ja, doch, mit den Bergen könnte es hier hinten zumindest ein bisschen tundra-mäßig sein. Naja. Oh, hier hinten ist es schon ein bisschen veräppt. Ja, und neues Öl finden wir auch nicht mehr. Das ist schade. Machen wir es so. Ein bisschen schneller. Hier holt er sich das aus beiden Rohren und hier hinten muss es halt aus einem. Oh. Oh, aufpassen. Kein schöner Preis, aber okay.
Und für, ganz ehrlich, jetzt werde ich mir nicht noch ein Silo kaufen. Und gegen Ende der Map. Zwei kleine reichen nicht, ein Zweifachrohr auszufüllen. Das ist ja interessant. Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, zwei kleine entspricht genau einem Stufe 2 Rohr. Dem scheint ja nicht so zu sein. Nicht schlecht, nicht schlecht. Damit könnte man sich ja ein schönes großes Stück Land kaufen und das mit, so wie die mit den Farmen, also hier rumlaufen mit Pferden und sowas, sich Tabak anpflanzen und dann Zigarren verkaufen. Klingt das gut? Wir sind ja auch nicht im Süden. Im Süden wäre es tatsächlich mit eher Baumwolle gewesen oder Zuckerrohr. Auch Tabak. Was haben die im Norden angebaut? Getreide. Die Kornkammer von Amerika. Soll ja alles so ein bisschen hier amerikanisch darstellen, denke ich mir mal. Ich meine, deswegen auch die Dollar. Ist auch interessant, dass man heutzutage Dollar immer für als Wirtschaftskraft so ansieht und keine andere Währung. Ich meine, die ganze Welt kennt die Dollar, aber die ganze Welt kennt inzwischen auch Euro. Gut, damals gab es keinen Euro, bis heute. Aber man könnte ja auch... Okay, Rubel hätte ich jetzt fast gesagt. Die haben auch Öl gebohrt. Nicht so wie die Amerikaner. Ich denke mal, es liegt einfach daran, dass der Dollar extrem für Kapitalismus steht. Und extrem für Geld. Geld. Ich will ja nicht wissen, wie stark das oder wie groß dieses Ölfeld hier unten ist. Ja, das hat sich echt gelohnt. Yeah, mega Investition. Also nur noch das eine hier. Und da pumpen wir schon eine ganz schöne Zeit auf Stufe 2. Na komm, beschleunigen wir auch das, weil wir jetzt eh zwei Folgen in einer machen. Oh, wir müssen aufpassen wegen des Geldes. So, haben wir aufgepasst. Ja, sogar noch über einen Dollar. Sehr schön. Ist zwar nicht viel. Oh, jetzt neigt sich's dem Ende. Oh, schade, dass es mit dem Preis zu Ende geht. Oh, verdammt. Naja, wir haben alles verkauft, alles rausgeholt. Noch einen Bonus bekommen. Für einen frühzeitigen Rückzug. 26.000. Jawoll, besser als alle anderen. Die müssen ja auch Investitionen machen. Sehr, sehr schön und ich würde sagen, mit diesem wunderbaren Ergebnis an Money, mit dem wir uns viel, viel leisten können, ziehen wir uns dann auch zurück. Ich sage danke, dass ihr dabei wart. Daumen hoch oben, wenn es euch gefallen hat, denn wenn ihr mich unterstützen mögt, um meinen Kanal. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder in der nächsten Folge. Danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Tschüss!